Als ich diese Botschaft von Maimedana und Aquayana erhielt, den kosmischen Schwestern, durchströmte mich so eine tiefe Welle der Liebe, die mich sofort innehalten ließ. Diese Botschaft berührte mein Herz in einer Weise, die schwer in Worte zu fassen ist. Und deswegen bin ich heute hier, um dir diese Botschaft zu überbringen. Es wurde mir bewusst, dass unsere Sternenfreunde uns in einem Maße unterstützen, das weit über das hinausgeht, was wir uns je vorstellen können. Daher bin ich diesen beiden kosmischen Schwestern von ganzem Herzen dankbar, dass sie uns mit diesen zutiefst bedeutsamen Informationen über diese Botschaft bereichern. Und gut, dass du da bist und dir dieses Video anschaust. Bleibe bis zum Schluss dran, damit du auch wirklich alles mitbekommst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Dies hier sind meine zwei Bücher, Das kosmische Wissen von den Plejaden und von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne unter dem Video auf den Link klicken. Da ist der Link und du kannst dich da dann auch informieren. Bevor ich euch diese wundervolle Botschaft von Maimedana und Aquayana überbringe, möchte ich schnell noch was sagen. Und zwar werden wir ja uns in Marburg treffen, wo wir zusammen das große Heilerseminar haben. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, solltest du unbedingt auch dorthin kommen, denn dort wirst du mit mir persönlich wirken. Ich habe ganz viele schöne Techniken für die Heilung, die wir dort zusammen ausführen werden. Und ich kann also jeden von euch betreuen und wir werden ganz wundervolle Erfahrungen zusammen machen. Ja, und diese Botschaft jetzt von Aquayana, von den Plejaden und Maimedana von Andromeda, die hat mich so tief berührt, weil es geht darum, dass diese wundervollen Sternenwesen so viel für uns tun und wir eigentlich oft auf der Erde gar nicht mitbekommen, was sie alles für uns tun. Und es geht auch um Mutter Erde. Es geht um eine Botschaft von Mutter Erde, wie es ihr geht und was wir auch noch tun können, damit alles in Ordnung ist. Und ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich diese Botschaft überbringen darf, denn ihr werdet eine richtig große, gute, kraftvolle Unterstützung spüren, wenn ihr die Worte gleich hören werdet. Und ich möchte auch gar nicht so viel jetzt davon erzählen. Vielleicht noch wichtig, wie ich das zu Hause mache. Ich habe immer diese Pyramide bei mir und unsere Pyramiden und auch Kugeln gibt es, die sind mit plejadischer Energie aufgeladen und da kommt in den Raum, wo diese Pyramide steht, eine ganz andere Energie und ich fühle so intensiv die Sternenwesen und vielleicht ist es ja für euch eine Bereicherung auch, euch darüber zu verbinden. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich mache es ja am allerliebsten auch noch mit diesem Auraspray der sieben Schwestern. Ich sprühe mich jetzt schon mal ein und ich lade euch ein zu dieser Botschaft. Ich möchte auch gar nicht so viel vorher erzählen, sondern einfach mit euch jetzt zusammen diese Botschaft genießen. Und ich werde mich jetzt auch verabschieden schon von euch, weil wir nach der Botschaft noch diese Musik laufen lassen werden. Die trägt ja auch die Energie von diesen beiden kosmischen Schwestern und ihr könnt euch dann so richtig fallen lassen in die Töne der Wirklichkeit. Und nochmal eine Energieübertragung genießen. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Freude und werde zu channeln beginnen. Mit dem Segen des Lichtes sprechen wir. Maimedana von Andromeda und Aquayana von den Plejaden zu dir. Wir senden dir den Segen des Lichtes in dein Herz, um dir zu sagen, wie wundervoll du bist
um dir zu sagen, wie wichtig du bist und wie schön es ist, dass du heute hierher gekommen bist, um diese Botschaft zu hören. Wir werden über Mutter Erde sprechen und dir sagen, was wir alles tun. Denn das meiste geschieht im Hintergrund und es geschieht so, dass viele Menschen davon nichts spüren. Und das ist auch gut so, denn wir möchten euch nicht belasten, sondern wir möchten einfach für euch da sein. Diese Botschaft ist von großer Bedeutung für alle Menschen, selbst für jene, die sich noch nicht auf dem Pfad des Erwachens befinden. Und das, was ich jetzt dir mitteilen werde, trägt eine unermessliche Bedeutung in sich, da es sich um die Lage unserer geliebten Mutter Erde handelt. Sie hat uns bereits so viel gegeben und befindet sich jetzt in einem Prozess der energetischen Neuausrichtung. Mutter Erde ist, wie du sicherlich weißt, ein lebendiges Wesen. Und wie jedes Lebewesen unterliegt auch sie Veränderungen und Wachstum. Es liegt mir am Herzen, dir davon zu berichten, denn alles, was mit Mutter Erde geschieht, berührt auch dich, geliebter Herzensmensch. Die Energieströme unserer geliebten Erde haben sich gewandelt. Man könnte sogar sagen, sie sind in ihrer Energie erheblich angestiegen. Es ist von großer Bedeutung, dass ihr, die Menschen, euch an diese Veränderungen anpasst. Dies bedeutet, dass eure inneren Einstellungen und euer Denken sich wandeln werden. Alles wird sich zunehmend der göttlichen Ordnung anpassen. Diese energetische Verschiebung wird es euch ermöglichen, müheloser in die fünfte Dimension einzutreten. Eine Ebene des Bewusstseins, die über das hinausgeht, was den meisten der noch nicht erwachten Menschen in ihrer alltäglichen Realität bis jetzt entgeht. Es ist eine Zeit vollkommener Neuausrichtung, in der das höhere Selbst sich auf eine völlig neue Art des Seins vorbereitet. Diese energetische Anpassung ist eine Einladung an alle Menschen, das höhere Bewusstsein zu umarmen und sich auf eine Reise der spirituellen Entfaltung zu begeben. Wir, die Sternenwesen von den Plejaden und von Andromeda, sind in dieser Zeit des Wandels mit unserer energetischen Präsenz stark vertreten und wir unterstützen diesen Transformationsprozess mit all unserer Liebe und Kraft. Unsere Bemühungen konzentrieren sich insbesondere auf die Erdatmosphäre, wo wir spezielle Energien einsetzen, um die negativen Strukturen von eurer geliebten Erde zu entfernen. Dieser Reinigungsprozess trägt eine sehr große Bedeutung, denn je mehr wir reinigen können, umso leichter wird es der Erde fallen, in diesem Prozess des Aufstiegs euch zu begleiten und im Wandel voranzugehen. Und somit wird die fünfte Dimension immer greifbarer in unsere Nähe kommen. Über die Strahlen eurer Sonne werden bestimmte Energien ausgesendet, die von großer Bedeutung für diesen Prozess sind. Wir, die Sternenwesen, arbeiten in enger Kooperation mit den Wesen der Sonne und tragen unseren Teil zur Reinigung bei. Die Wesen der Sonne haben bestimmte Kristallcodes vorbereitet, die sie uns übergeben haben. Und wir übergeben diese Kristallcodes den Sternenwesen, die im Moment auf der Erde inkarniert sind. Über die Strahlen eurer Sonne werden bestimmte Energien gesendet. Und so arbeiten wir, die Sternenwesen, eng mit den Sonnenwesen zusammen. Die Sonnenwesen haben bestimmte Energiecodes
für euch hergestellt und diese Energiecodes werden auf die Erde gesendet. Und zwar befinden sich auf der Erde einige von uns, den Sternenwesen, um diese Energiecodes in Empfang zu nehmen. Jedoch sind diese Sternenwesen für euch nicht sichtbar. Sie arbeiten gerne unbekannt und unerkannt, um so besser für euch wirken zu können. Und so gelangen diese Sternencodes auf die Erde, um euch zu unterstützen. Nachdem diese Sternenwesen die Sonnencodes aufgenommen haben, verteilen sie diese auf der Erde. Dies bildet einen wesentlichen Schritt in unseren Bemühungen, die Erde in ihrer erhöhten Schwingung zu stabilisieren. Die Energie der Sonnencodes wirkt sich auch auf das Bewusstsein der Menschen aus und hilft ihnen dabei, alte Denkmuster loszulassen und sich dem höheren Bewusstsein zu öffnen. Es ist eine wichtige Zeit der Veränderung, die uns alle betrifft. Und so sind wir stets bemüht, für das allerhöchste Wohl aller Menschen zu wirken. Die anderen Sternenfreunde, die sich nicht physisch auf der Erde befinden, senden besondere Sonnencodes in die Aura eurer geliebten Erde. Diese heiligen Codes tragen dazu bei, die Aura der Erde zu reinigen und die vielen negativen Energien, die immer wieder auf der Erde produziert werden, werden dadurch durch diesen Prozess in Licht und Liebe umgewandelt und somit ist es für Mutter Erde einfacher, sich zu reinigen und in den Prozess der Heilung einzutauchen. Durch die Gabe dieser Sonnencodes leuchtet die Aura der Erde in einem strahlenden Licht und Heilung beginnt zu geschehen. Diese heilende Energie wird sich auch auf die Menschen übertragen, die bereit sind zu erwachen. Es wird dadurch eine sehr große Unterstützung geben und viele Menschen werden dies unbewusst fühlen und sich dem Weg des Lichtes öffnen. Du kannst aktiv an diesem wundervollen Prozess teilnehmen, indem du deine Verbindung zu deinem Herzen und deiner Seele herstellst und deinen Fokus auf dein höheres Selbst richtest. Vertraue darauf, dass du ein integraler Bestandteil des göttlichen Planes bist und dass du in diesem Augenblick genau an dem Ort bist, an dem du sein sollst. Öffne einfach dein Herz für die göttliche Weisheit und schließe dich dem Licht an. Wir wissen, dass schon sehr viele Menschen sich diesem Weg angeschlossen haben und dazu beitragen, dass es vorwärts geht. Auf diese Weise bist du dabei und hilfst, die Erde zurück in die göttliche Ordnung zu führen und den Weg zur fünften Dimension zu ebnen. Du bist ein wertvoller Teil dieses großen Wandels und wir sind stolz, dass du dabei bist. Wir bitten dich, geliebter Herzensmensch, diese Veränderungen in deinem Leben mit offenen Armen zu empfangen und sie als wertvolle Gelegenheit zu betrachten, dein Bewusstsein zu erweitern und deine wahre Essenz zu erkennen. Du bist ein untrennbarer Bestandteil des großen Ganzen und besitzt die innere Stärke, dich an diese neue Ära anzupassen. Öffne dein Herz für die kraftvolle Transformation und vertraue darauf, dass alles in der göttlichen Ordnung geschieht. Denn dafür sind wir da. Wir unterstützen das Große und Ganze und wir lieben dich so sehr. In diesen Zeiten sehen wir, dass die Gegenseite intensiv daran arbeitet, unsere Bemühungen zu erschweren und die Menschen in einen Zustand von Angst und Chaos zu halten. Doch sie erreichen immer weniger von euch, denn ihr seid bereits so weit in eurem Bewusstsein
angestiegen, dass ihr jede Lüge und jede negative Energie erkennt und euch diese Energien nicht mehr erreichen können. Und so gibt es innerhalb der Kreise der negativen Seite verschiedene Unruhen und ihre Macht lässt von Tag zu Tag nach. Trotzdem geben sie nicht auf, denn sie fürchten den Verlust ihrer Kontrolle über die Erde. Daher werden sie weiterhin versuchen, Angst zu schüren und Zwietracht zu sehen. Aber sei dir, lieber Herzensmensch, gewiss, dass ihre Macht bald zu Ende gehen wird und das Licht sich unaufhaltsam weiter ausbreitet. Die Zeiten des Wandels sind unaufhaltsam und das Gute wird letztendlich triumphieren. Halte dein Herz und deine Seele offen für das Licht und vertraue darauf, dass die Liebe und das Mitgefühl die Dunkelheit bis zum Ende vertreiben werden. Deine innere Stärke und deine Verbindung zum Licht sind mächtiger, als du es dir vielleicht vorstellst. Daher möchten wir dich, lieber Herzensmensch, dazu ermutigen, weiterhin im Vertrauen zu bleiben und dich nicht von der Angst beeinflussen zu lassen. Halte deinen Fokus in deinem Herzen und sende dein strahlendes Licht und deine bedingungslose Liebe weiter in die Welt. Wir ermutigen dich und alle Menschen, diesen Wandel und diese energetische Verschiebung mit offenen Armen zu empfangen und aktiv daran teilzunehmen. Denn je mehr Menschen sich dem Licht öffnen und in ihre wahre Größe treten, umso rascher wird die Erde ihren Weg zurück in die göttliche Ordnung finden. Du selbst bist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Du selbst leuchtest voller Liebe und wir betonen noch einmal, dass ohne dich dies alles nicht geschehen könnte, dass ohne dich die Erde niemals den Aufstieg schaffen würde. Und so senden wir dir unsere Liebe und unser Licht in dein Herz, um dich zu unterstützen und glaube uns, das Licht hat schon lange gesiegt. Das, was jetzt gerade geschieht, das sind die letzten Zuckungen, die letzten Versuche, die Macht zu halten, was die Gegenseite plant. Aber wir sind gerade mit diesen wundervollen Kristallcodes in der Lage, die Erde in die höheren Dimensionen hineinzutragen und du bist ein wichtiger Teil davon. Und so senden wir dir den Segen des Lichtes von den Plejaden und von Andromeda. Wir sind bei dir und schützen und unterstützen dich, deine Schwestern Aquayana und Mai Medana. Thank you.
Kommt.